Schauen wir mal. Ach, mein Key, ne? Ups. Ich finde das so wichtig, dass man einen Timer hat einfach. Ja, damit man failen kann. Das ist. Was ist das für eine goldene Spur da? Jetzt in 10. Pipi. Pipi. Ach ja, mach das schon auf. Langhol. Schauen wir mal, wie das läuft. Hier sind halt die ersten zwei Mobgruppen relativ krass, ne? Also die jetzt nicht, aber hier die eine und die andere hinten. Da ist es dann halt immer ein bisschen ätzend. Weil ich kann halt nur bei einer nochmal Inka ziehen und da muss ich mal ein bisschen gucken. Ich bin halt immer ein bisschen überlegen, ob ich lieber bei der Inka ziehe oder bei der anderen. Hier ist halt jetzt mit Bolstering, muss man ein bisschen schauen. Okay, let's go. Oh, Aaron, haben wir das geplant, einfach exakt denselben Damage zu machen, oder? Achso, also, die haben jetzt hier Dings gezogen, dann hätte ich mir hier Inka spanken. Nee, ganz geil. Mit uns beiden. Ich muss jetzt halt mal schauen, dass ich mir bei der anderen Gruppe die ganzen anderen CDs noch aufhebe. Also hier darf ich jetzt keine Wall am besten raushauen. Und dann sehen wir. Oh, da ist in der Luft. Sehr schön. Das war eine perfekte Kombi aus Wirbel und Knock-up. Wenn die halt hochgeboostet, ne? Hm. So ein bisschen. Trinket habe ich jetzt auch noch ready. Gut, ist das Erdelementar noch übernommen. Die nächste wollen wir skippen, oder? Ja, bitte. Kann ich einen Anschluss machen? Ich mag Bärchen, die müssen nicht mehr so viel rumrennen. Mhm. Dass man wenigstens, wo man stehen muss. Ah, geht. I'm a simple man. Die nächste Gruppe, die wird jetzt halt ein bisschen knackig. Jetzt habe ich keine Inka, aber mal schauen, wird schon gehen. Ich bin auf Stern. Ich bin auf Koks. Was dann? Boah, das bleibt alles viel zu fast. Aaron, ich bleib an dir dran. Ich glaub's nicht, dass du mich hier abhauen kannst, Freundchen. Ich brauche noch 3 Renown-Stufen, um wohl den Biss Soulbind freizuschalten. Hm. Bei wem ist er dann? Corian oder so. Corain oder so heißt er. Corain, ja. Hm. Ja, mit dem 25% Crit, wenn ich eines erstmal angreife. Oh, Mann, ja, Mann, Mann. Genau, den habe ich auch drin. Dann sprechen wir uns nochmal. lass mal den hier in den Po ficken. Hast du erst geswitcht, oder wie? Ja. Also, für Krieger war ja eigentlich Venthyr irgendwie einigermaßen alternativlos und es sind halt sehr, sehr viele hochklassige Spieler. Wo ich mich natürlich in keinster Weise dazu zählen möchte. Nein. Will ich mich definitiv von ausnehmen. Aber sind halt jetzt doch sehr viele, die Richtung Nightfall gehen. Gerade weil viele Leute halt jetzt den Raid Progress halt durch haben und jetzt halt eher so auf M-Plus-Fokus gehen. Ist halt schon insane, wie viel mehr Schaden das ist. Also vor dem Sim oder vor dem Wechsel habe ich es gesimmt. Irgendwie im normalen Mob. 3er, 4er, 5er Pack. Einfach mal irgendwie 2,5 bis 3,5 K mehr Schaden, das ist halt schon was. Echt? Macht das so viel aus? Okay, krass. Ja. Also allein die Fähigkeit des Condemn ist dann einfach kompletter Abfall. Das ist halt auch so vom Klassendesign einfach faul gemacht von Blizzard. Mhm. Und hier bei den Nightfall habe ich halt eigentlich schon Aftershock. Also ich lege erstmal eine Schadensfläche auf den Boden, die halt Initialschaden macht. Auch wieder auf 5 Targets gecapped. Und dann hat sie aber auch noch Utility. Das ist ja auch für den Krieger eigentlich gar nicht schlecht. Ich glaube, so für 0,5 oder 1,5 Sekunden werden dann noch Mobs, kriegen sie noch einen Knockdown. Okay. Da ist wirklich hilfreich. Und dazu halt dann dieser Soulbind, da bin ich auch gespannt. Kick den zweiten. Jo. Aaron, bitte. Yep.
Ich dachte, die wollten jetzt ein bisschen angleichen, die ganzen Covenants, ne? Dass alles so halbwegs viable wird. Aber wenn das dann immer noch so viel ausmacht. Ja, also ich hatte jetzt auch eine Liste gesehen. Also was hat das Liste? Ja, das heißt, ich irgendwie Internet-Infos. Ich war auf WoW, da stand halt drin so diese Biz-Guides, ne? Mhm. Bisschen traurig. Also wirklich 75%, glaube ich, aller Specs haben halt einfach Nightfae als Biz Covenant. Da haben sie bisher irgendwie noch nicht so die richtige Balance gefunden bei Blizzard. Ja. Small Indie Company. Mhm, ob sie das jemals finden, ist halt die Frage. Ich hab der Burst auf Single-Tage ist schon insane. Upsala. Konnte nicht, war leider disoriented. Konzentrier dich. Ich kann den nächsten. Ab. Kann danach. Dude, wir haben 4 kurze Kicks und der mit dem 28-Minuten-Kick, der muss das mal. Au. Au. Au, au, au. War ich zu weit weg oder war einfach kein Tod? Sorry. Tier hin. Max, der nächste. Du willst mich doch trollen, ey. Du stehst in meiner Wiegaura oben, hey, das ist nicht ganz demokratisch. Einfach nur nach Nase. Reicht's, wenn wir auf den Boss durchgehen? Ich glaube nicht. 500k. Ich glaube auch nicht, nee. Ich hab den hier. Max ist nächster, jetzt wirklich. Jetzt bist du einzige. Ja, ja. Doch, das schaffen wir. Ich mach. Das hat er schon 300. Ich weiß nicht. Ja, let's try. Jetzt commit this shit. Naja, er macht doch jetzt schon seine scheiß Aura. Nee, noch nicht. Nicht? Nee, ist noch nicht drauf. Könnte ausgehen. Ich kick den mal. Ich hab gleich noch meinen. Oh Gott. Ja, das passt. Maybe. Ja, wir zählen den auch so runter, diese 3K da. Ja, passt. Gezerrt. Ich finde es halt gut, ne, dass die alle hier auf den Biss-Covenant gehen und ich halt Necrolord habe. Aufgemacht? Für Transmog. Mach mal auf. Ach scheiße, ich muss ja noch klicken. Alter. Ganz neues Feeling hier als Nightfae. Ich habe gehört, du kannst mittlerweile die gar nicht mehr dazu pullen, ne, aus dem anderen Raum da drüben. Nee, geht nicht mehr. Ja. Super Designänderung und so. Irgendjemand aufgepasst, wo es so lang ist? Nein. Ja, hier, genau, rechts oben. Aber den zweiten habe ich nicht aufgepasst. Nee, der ist auch immer schwer abzuschätzen, da vertue ich mich eh immer. Ja, den zweiten, den will ich eigentlich nur noch vorhersagen, wenn sie echt nur geradeaus läuft. Ja, ich weiß nicht. Ich war auch hin und am Überlegen zwischen Nightfae, ne, und Dings hier und Necrolord. Aber hab mich dann blöderweise für Necrolord entschieden und jetzt ziehst du halt einfach durch. Scheiß drauf. Keine Ahnung. Bis ich alles hab da und dann switch ich vielleicht nochmal. Wird schon passen. Wo ist weiter? Unten? Ja. Eigentlich wollte ich mir mal da die Wiegaura holen, aber irgendwie jedes Mal wieder vergessen. Weil es zu 90% eigentlich immer der Heiler macht, das hier. True. Ja, es ist halt auch ein bisschen stressig, ne, wenn man das dann erstmal irgendwie eintippen muss quasi. Kommt es auf die Keyhöhe an. Manchmal hat man dafür vielleicht Zeit, aber... Bleibt mal genau hier stehen, ihr kümmert euch. Naja. Boah, das ist genau die Mobgröße, die ich nicht haben will, ne? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Genau der Sweet Spot, den ich nicht haben will. Das ist hier gerade kacke. Auf 2 macht keinen Spaß. Boah, 2 ist okay. 2 oder 7.
Deswegen ist dieser Dungeon eigentlich auch AIDS für mich. Ja. Kommt nach das ist Fall, das zweite Mal, dass ich hier links rumlaufe, ne? Ja. Oder nee, rechts rum ist das jetzt. Möglich, ja. Ja, ja. Ich hab einfach nicht. Der Boy hier. Ich hab jetzt nicht gecheckt, ne? Dass quasi die Wirbel hier, dass das. Ah, warte mal, das war hier mit Heilung. Dass die Wirbel hier einer von den Affixen sind, tatsächlich. Oh, fuck you. Das ist mir ganz, wo kommt diese Wirbel? Ja, ach, als ob. Homo Fürst. Du wirst dann gleich nochmal der Pride kommen. Hab ich halt nicht so gesehen, Ich brauch was sie auch tut. Nach dem kommt Pride. Aaron. Ja, nach dem Pride kommt Pride. Die habe ich übrigens random gerade aufgegabelt, die Gruppe. Die wollten ins Voice Green, da ja komm, machen wir das doch. Soll ich hier CD ziehen, Xeni, oder? Das war ein schwieriger Satz. Soll ich CD ziehen, Xeni? So viele X-Laute. Schwierig für mich als Dunkeldeutscher. Ich glaube nur, dass du was brauchst. Okay. Ach nee, heute haben wir ja auch Aaron und Max dabei. Sterben jetzt auch mal. Ja. Das wird jetzt gut. Deswegen, danke. Mit Pride Buff und Dings hier rein, ne? Bisschen Inka. Aber gut, die DDs, die machen natürlich schon nochmal ein gutes Stück mehr. Ja, das ist der Burst hier, von dem ich rede. 26k. Ja, jetzt kommt erst bei mir der Burst. Aber ist alles schon tot. Naja, klar, weil ich ja gebürstet habe. Ich habe noch 20 Sekunden. Boys, wo ist Burst? Wo ist Burst? Wer hat der erfunden? Ah, gut, jetzt läuft halt meine Inke hier für die Gruppe aus, aber ich kann jetzt gleich noch mein Dings ziehen. Ja, wir können das, ich kann das sonst auch einfach ein bisschen besser absprechen. Ich meine, umso schneller ist der Dungeon, ne? Dito. Gar kein Thema. Aber der Trash scheint relativ gechillt zu sein jetzt hier. Aua. Aaron! Ich schreibe mal hier, Aaron. Für dich, mein Schatz. Ich habe jetzt halt null. Ja, ich habe auch gar nichts. Ein Schild mal rein, Safety first. Also machst du wenigstens noch Damage, ich bin ohne Tank. das ist belastend. Ja, oh. Na, es liegt einfach daran, wenn in meinem Burst andere Bursts reinziehen, dann ist das absolut useless für mich. Weil meiner nicht so schnell ist. Verhälterverlängerung. Oh, ich bin wieder über dem Tank. Knapp. Hätte ich Inka gehabt, dann würde es wahrscheinlich anders ausschauen. Ja. Ah, da. Wo geht's weiter? Ah, da hinten. Okay. Wollt ihr mich noch aufheben, ehe wir weiter? Das ach, da. Ja, dann geh doch durch. Ah, okay. Sehr schon. Oh, da bin ich reingedodged. Sehr gut. Es kommt so selten vor, dass du mal einen Fehler machst. Da freut man sich eigentlich fast schon drüber, dass du auch ein Mensch bist, einfach Aaron. Mensch geblieben, wie man so schön sagt. Ich hab da nur einen, ne? 2-Sekunden-Stun drauf, dann müsst ihr nochmal was. Also 4 Sekunden, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, der ist schon immun gegen Stun. Blume? Einzige Blume, ja. Ah, der Fuchs ist wieder genau da. Oh, Alter. Ich hasse es hier so sehr mit diesem Fuchs. Ah, der Fuchs ist. Weil wenn du halt viele in Melee Range hast, ist das halt richtig ätzend immer. Ja. Den kann ich wegsaugen. Zieh weg den Boss. Ja, ich hau mal einen Raw rein. Ach, ich zieh da einfach jetzt. Fuck that.
Hütet euch. Ist geblindet. Einer von uns ist anders. Leer. Leer. Hütet euch. Um Fuchs? Hat denn einer? Ich glaub, dann ich geh mit dem Gassi. Oh, ist verstanden. Ohne Scheiße, ich sag euch, hier diesen Fuchs, ne, da habe ich so einen Hass auf den. Der spawnt halt immer dann in mir drin. Und dann wirst du hier komplett weg-CC'd und den siehst du halt so schlecht. Das ist immer so richtig der Malte von Blizzard, ne? Wenn er, wenn die Olle gerade hier ihren komischen... Boah, der wird da einfach in eure Richtung gefielen. Und dann direkt daneben der Wirbelwind spawnt und sagt, ja, du kannst hier stehen, aber so oder so wirst du sterben, mein Freund. Voll? Voll, ja. Wer hat das überhaupt erfunden, dass dieser scheiß Boss immun wird? Das ist doch so behindert. Wozu? Ich zieh den mal zu euch, weil ich so nett bin. Danke. Kannst behalten. Oder gibt's da Pfand drauf? Da gibt's Pfand drauf. Fuchspfand. Ist schon sehr spät, meine Witze werden wieder richtig, richtig übel. Habe ich mich irgendwie noch an Max vorbeigeschlichen, ey. Naja, ist halt immun, was soll ich machen? Warum auch der einzigen Dot-Klasse die Möglichkeit nehmen, irgendwie zu kleben? Sehr gute Idee, ja. Blizzard. Fühl ich, ist eine gute Idee. Ich aktiviere das Ding. Das ist okay. Kick den zweiten. Tanker, hast du den ersten? Ja, ich kann. Ima. Können wir jetzt hier auch für jede Gruppe so machen. Das geht sich mit dem Timing gut aus bei mir. Wenn ihr nichts habt. Oh, das ist übrigens mein Burst. 6k. Mm. Auf 3 Mobs fühle ich. Balanced, bleib Baby. Hier ganz hinten stehen. Ich hoffe, ich treffe keinen. Dann beweg dich nicht. Bleibst du blöd? Ich muss noch weiter nach hinten, sonst hätte ich nämlich die arme Xeni gesniped. Das glaube ich nicht. Auch sehr gut drin. Genau so. Du merkst schon, Tilla, bei uns ist immer serious business. Ja, ich merk schon. Wie heißt du mit Vornamen, wenn ich fragen darf? Ich mit Vornamen heißt Markus. Markus, Franz, grüß dich. Servus. Das ist wichtig, dass er das eruiert hat. Achso, fragst du alle Leute nach ihrem Vornamen? Ja, natürlich. Nee. Nur die, die offensichtlich keine Hurensöhne sind. Das ist das größte Kompliment, was du heute kriegst. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, die werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen bolstern. Naja. Ich krieg den jetzt. Ja, Target Cap und so. Ist klar. Oh, ich hätte das so gut gemacht, aber ging nicht. Ist so schön, einfach mal Burst zu haben. Also ich, Max, das ist, ich will dich nicht triggern. Ich weiß, es fühlt sich für dich kacke an, aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie useful wäre. Ist so angenehm. Ne, ich muss anderes Legendary spielen hier. Hätte ich nicht gedacht, aber ja. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel keinen CD, ich hab nix. Nimm den zweiten Kick. Das ist halt super schwer bei euch einzuschätzen, weil ich habe 3 Möglichkeiten. Und die sind alle für eine verschiedene Gruppenkonstellation. Und das merkst du aber erst einmal, wenn du den Run gemacht hast, welche Konstellation da gut ist. Mhm. Das ist super. Gutes Design, Blizzard. Komplexes Design. Ja. Ist doch völlig egal, welche Covenant ich spiele. Ich bin die einzige Klasse, bei der das egal ist. Gibt keine OP-Covenant oder so. Es gibt nur einen ein bisschen Geile besser. Chain Pulse, auf geht. Das ist jetzt nicht gut. Das ist vollkommen okay. Wir haben Aaron dabei. Ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe in 6 Sekunden schon wieder was. Ich liebe meine Klasse einfach, ey. Aber ich müsste halt alle dotten. Das lohnt sich für mich.
euch für besonders Pride. Ja gut, das mit dem Pride ist jetzt eher so mittelgeil. Aber müssen wir jetzt einmal zu meins. Ich zieh so die mal ein Stückchen zurück hier. Don't move. I can dodge when you move. Ich sehe da sowieso nichts. Keine Ahnung, wo der Franz ist. Das Pride focussen. Ich hatte das. Ups. Achso. Die müssen durch Leaf sterben. Ich hab's. Nee, doch nicht. Ich hab's. Das war Aaron, der hat sich hin und her geblinkt. Ich ziehe jetzt den zweiten CD. Ich schrei. Oh, shit. Da wurde ich gesniped. War wahrscheinlich am Ende sogar noch Zeitersparnis. Habe ich die mit meinem fetten Kuliraner-Arsch gepullt, oder? Nee, ich bin langsam zurückgebadpackelt, dass ich nicht von dem Wirbel erwischt werde, ne? Und dann sind die Kleinen geaddet. Okay. Boah, der Burst ist ja insane. Das ist alles, was ich kann an Burst. Absolutes Maximum gerade. Aber der wird ja umso besser, je länger die Mobs leben bei dir, oder? Nee, jetzt ist er vorbei. Mehr besser wird er nicht. Ah, okay. Ich dachte, da kommen noch ein paar Dots hinten dran. Nee. 90% erst. Wie kurz war das Labyrinth? Sehr kurz. Wenn du da rechts rumläufst, ist es irgendwie wesentlich weniger. An den zweiten. Wollen wir lieber links nehmen, weil da gerade die Putt fliegt? Bisschen gefährlich. Achso, ja, wir können auch oben die Putt, die müsste auch reichen, oder? Ja, lass mal. Ich weiß nicht. Noch 3%, 3,5%. Ach ja, die müssten reichen. Könnte reichen, ja. Okay. Ich hab die gar nicht gesehen. Sorry. Ja, ich hab nur die weiter weg gesehen. Gift-Stacks tun weh. Oh, no, war ich recht tot. Das ist zu weit entfernt. Ihr haltet euch für besonders echt? Talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Puh, das war krass. Stell dich mal ein bisschen nach dein rechts. Weil du stehst genau in der Leiche, das macht es für die anderen schwer zu sehen, wo dein Kreuz Moment, ist. Moment, ja, ich zieh den einfach ein bisschen hinter. Ja, ist auch super. Achtung, Franz. Ja, alles gut, hab ich. Wollen wir mal den Endboss noch gut runterspielen, ne? War das ja bis hierhin ein ganz erfolgreicher Run. Mal Glück gehabt mit einer Random-Gruppe, ne? Ab und an hast du auch mal Glück. Du merkst halt schon, wenn hier Boss-Buff ist, ne, der Trash droppt halt so schnell runter, aber dafür lebt halt der Boss so lange. Sind auf mir. Ich hab Inka wieder ready. Das ist halt immer ein bisschen schade, ne?
wenn ich Inka auf CD habe und man dann halt HT und Dings hat, ne? HT und den Pride Buff. Da kannst du also ultimativ reinzwirbeln. Bin da mal einen Ticken rauszukriegen. Ich komme gleich wieder zu euch, ich brauche aber da auch keinen hier. Puh. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich defensiver gehe. Das ist halt immer krass, ne? Wenn der HT und Pride gleichzeitig laufen, dass wie schnell der am Anfang runtergeht. Das sieht doch schön an. Hier nochmal. Ach, der Boss ist so fett, ich hab nicht gesehen, ob da irgendwas unter ihm drunter ist oder nicht. Tut mir leid. Easy. Das war ja ein Schülerrun. Puh, 5,9. Uff. Yeah, war besser wie mein anderer. Merke nicht dieses Legendary mit dieser Gruppe. Eisen Transmog, da geht was. Nice. Nice. Schön. Das Lustige ist, es war nicht mehr ironisch gemeint. Das war ich echt übertrieben. Ehre. Ey, das heißt Tapferkeit auf Deutsch, ne? What the die Sachen fuck? Kannst du ja jetzt upgraden, ne? Oh, das ist gut. Mm, juicy. Braucht jemand Crit Mastery Rücken? Oh ne, Neck ist das. Nee. Hm. Danke. Nee, brauch ich doch nicht. Wait. Oh. Oh, wait. Achso, ja, warte, ich bleib stehen. Kannst kurz gucken.